Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Das ist das Robomobil. Das ist unser robotisches Elektromobil, das die Brücke zwischen der planetaren Rovertechnik auf die Straße, auf die Erde bringt. Es verkörpert die Integration der Antriebe, Lenkung, Bremse in die Räder hinein, so wie es auch bei Rovern üblich ist, die auf Planeten eingesetzt werden. Und zum anderen bringt es die Brücke der Bildverarbeitung von planetaren Einsätzen auf die Straße. Und da soll es den Fahrer unterstützen bei ihm Fahren. Es soll ihm Aufgaben abnehmen, also hauptsächlich die Fahrführung des Fahrzeugs soll unterstützt werden, aber auch in Notsituationen Ausweichrouten geplant werden oder auch Notbremsungen eingeleitet werden. Und das ist unser eigentlich Hauptpunkt hier auf der Messe, dass wir eben diese dreidimensionale Bildverarbeitung, ähnlich wie beim Menschen, auch auf dem Fahrzeug zeigen mögen. Das Robomobil ist eine Eigenentwicklung des DLR Robotik und Mechatronik Centers in Oberpfaffenhofen. Es wird seit gut 2,5 Jahren daran entwickelt. Der Prototyp, der hier steht, ist voll funktionsfähig und wird in den verschiedenen Testszenarien eingesetzt. Also sowohl in der Bildverarbeitungstechnik, aber wir arbeiten auch daran, diese radintegrierten Lenkung und Antriebe weiterzutreiben, um sie später einmal 2050 oder auch früher vielleicht auf die Straße bringen zu können. Wir haben hier eine Demonstration aufgebaut. Auf dem Bildschirm da oben sieht man eine 3D-Visualisierung des Robomobils in einem virtuellen Raum, das virtuell abgebildet wird. Und hier auf der Messe laufen die 18 Kameras, also 8 Stereokamerapaare sind es insgesamt, in Echtzeit mit und erkennen seine Umwelt. Man sieht jetzt natürlich hier vorne vor dem Fahrzeug das Kamerateam oder auch mich drin sitzen. Jedes dieser Rechtecke ist ca. 70 cm lang und das verkörpert eben dieses dreidimensionale Sehen des Fahrzeugs, das damit ausrechnen kann, wie weit Hindernisse, es müssen nicht immer Hindernisse, aber vor allen Dingen Hindernisse wie Fußgänger, andere Fahrzeuge vom Fahrzeug selber entfernt sind. Was wir hier zeigen, ist ein Ausschnitt der Alpen von München bis Bozen. Und an diesem Ausschnitt demonstrieren wir verschiedene Fernerkundungstechniken. Von der optischen Fernerkundung bis zur Radarfernerkundung. Bei der optischen Fernerkundung sind wir mittlerweile bei 50 cm Auflösung angelangt. Andere Satelliten haben deutlich geringere Auflösung, aber dafür eine viel höhere spektrale Auflösung, die uns ermöglicht, beispielsweise Schadstoffe in der Luft zu sehen, zu messen und sogar zu prognostizieren. Besonders spannend ist aber auch die Radarfernerkundung. Dort läuft derzeit eine der aus meiner Sicht spannendsten Missionen in der Fernerkundung überhaupt, die Tandem-X-Mission. Zwei deutsche Satelliten, Terra-6 und Tandem-X, die im Abstand von nur 150 bis 400 Metern mit einer Geschwindigkeit von 25.000 Kilometern pro Stunde um die Erde kreisen. Der Tandem-X umkreist dabei Terra-X. Und immer wenn die beiden Satelliten parallel sind, können sie die Erde im Stereoblick aufnehmen. Aus den beiden Bildpaaren von Tandem-X und Terra-6 generieren wir dann bis 2014 ein globales Geländemodell der Erde mit einer Auflösung, die es zuvor nie gab. 12 Meter. Das ist, als ob ich ein Vermesserteam um die Erde schicke und die alle 12 Meter einen Messpunkt aufnehmen müssen. Gerade mal 10 Jahre zuvor hatten wir eine Auflösung von 1 Kilometer. Also einen Quantensprung an Auflösungsgenauigkeit. Auch was die vertikale Genauigkeit betrifft, sind wir besser als 2 Meter. Diese Daten sind natürlich das Basisfundament für jegliche wirtschaftliche Anwendung. Darüber hinaus können wir aber mit der Radarfernerkundung Interferometrie betreiben. Das heißt, wir können durch den Vergleich von verschiedenen Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten beispielsweise millimetergenau Bewegungen bestimmen von Häusern in Städten. Gut ist es für die Beobachtung von Baustellen, Untergrundbaustellen, wenn sich darüber die Häuser verschieben oder den Bergbau, wenn sich dort Verschiebungen an der Erdoberfläche ergeben. Andere Beispiele sind die Beobachtung von Vulkanen, das Atmen von Vulkanen, bevor sie ausbrechen. Sie sehen hier einen Prototyp von einem Lebenserhaltungssystem. Dieses Lebenserhaltungssystem ist eine Art Biofilter,
CROP abgekürzt. CROP steht für Combined Regenerative Organic Food Production. Und mit diesem System wird es möglich sein, Abwasser zu reinigen und Pflanzen aufzuziehen. Das Biofiltersystem kann in Privathaushalten eingesetzt werden, in harschen Umgebungen, wo halt schlechte Bedingungen herrschen, wie zum Beispiel in der Antarktis oder in Krisengebieten, aber auch im Weltraum kann man sich dieses System vorstellen. Kernelement des Filters ist diese Röhre. Sie ist gefüllt mit Lavasteinen. Diese Lavasteine bilden im Prinzip Substrat für Mikroorganismen. Diese Mikroorganismen können Urin abbauen, generell, der im Abwasser vorzufinden ist. Und durch diesen Abbau wird Nitrat bereitgestellt, welches gleichzeitig als Dünger für die Pflanzen dient. Das Institut für Luft- und Raumfahrtsmedizin beteiligt sich an der Entwicklung von CROP. Wir machen Wasseranalysen und versuchen, das System effizienter zu machen. Was Sie hier sehen, ist unser autonomer Mondrover Asimov. Der nutzt die gleiche Technologie, die wir im Robomobil haben, für die Umgebungswahrnehmung. Das heißt, wir haben zwei Kameras drauf, mit denen können wir ein Tiefenbild berechnen und dadurch die Umgebung dreidimensional sehen. Und das nutzen wir für autonome Navigation. Autonom bedeutet, dass wir ihm einen Punkt vorgeben im Bild, dann fährt dieser Roboter automatisch zu diesem Punkt, ohne dass ich irgendeine Interaktion mache. Er sucht sich dabei einen sicheren Weg, er baut dabei eine Umgebungskarte auf, denn wir wissen ja nicht, wie es auf dem Mond aussieht. Wir müssen ja erst sozusagen unsere Karte bauen, in der wir uns da zurechtfinden. Und das sehen wir hier unten im Bild. Also wir sehen hier unten im Bild, wie eine Karte aufgebaut wird und bewertet wird. Grün bedeutet, der Rover kann dort fahren. Rot bedeutet, das sind Steine, das sollte ich besser nicht fahren. Und er plant ständig um, wenn er neue Informationen bekommt, wenn er etwas Neues sieht, dann sucht er sich einfach den optimalen Weg zu diesem Zielpunkt. Und diese Autonomie, das ist eigentlich das, was wir im Kern bei diesem Exponat zeigen wollen, was wir komplett entwickelt haben. Also die komplette Bildverarbeitung haben wir entwickelt in unserem Institut. Wir sehen hier ein Parabelflugrack, was wir zum ersten Mal auf der ersten gemeinsamen Kampagne zwischen ESA, DLR und CNES geflogen haben. Das ist ein medizinisches Experiment. Wir schauen uns dort an, wie die Orthostase-Reaktion unter Mond- und Marsgravitation abläuft. Jeder kennt das von zu Hause, wenn man zu schnell aufsteht, man hat etwa einen niedrigen Blutdruck, dann wird es ein bisschen schwummerig, man hat ein leichtes Blackout. Aber nach 2-3 Sekunden fängt sich das normalerweise wieder. Aber man hat das noch nie unter Mars- und Mondgravitation untersucht. Typischerweise lassen wir die Probanden aufstehen, sobald wir die Hyper-G-Phase, also die Anstiegsphase des Flugzeuges, hinter uns haben. Bei Mars- und Mondgravitation nutzen wir die obere Kappe der Parabel, ähnlich wie bei Zero-G-Flügen. Wenn man schwerelos wird, kann man eben bei Mond- und Mars-Kampagnen diese Kappe nutzen, um halt verminderte Schwerkraft zu erzeugen. Und in dem Moment, sobald diese verminderte Schwerkraft da ist, lassen wir die Probanden abrupt aufstehen, unterstützen sie und kontrollieren dabei die Kreislaufreaktion. Lassen sie dann aber sofort wieder sitzen, sobald die Hyper-G-Phase beginnt, also das Abfangen des Flugzeuges. Das war der DLR Webcast.